So, es ist wieder Zeit für eine Runde Grounded. Leider kann der Big Legowski heute nicht und deswegen spiele ich eine Runde zusammen mit Schabernack. Und ja, wir schauen mal, was daraus wird in 3, 2, das ist eine 1. Und das ist ein blutiger Finger. Kacke. 0. Auf geht's. Ja, warum habe ich einen blutigen Finger? Ich habe mich ganz fies beim Hund füttern geschnitten und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Grounded. Ich weiß gar nicht, was wir hier gerade machen. Wo waren wir denn bei? Wir haben unsere Base fertig, oder? Sachen und Dinge bauen. Ja, aber mir fehlt was. Was fehlt dir denn? Wo war denn unser Graslager? Da, wo jetzt das Holzlager ist. Wir haben noch zwei. Nee, echt? Das Holzlager ist extra. Echt? Ja. Ne, dann bauen wir doch halt nochmal eins. Oh, ich bin hart am Verdursten. Läuft schon wieder. Ich bin. Oh ja, ich auch. Ich such mal Wasser, kann glaube ich. Kurz geschlafen haben, bevor wir. Ja, das kann sein. Mal Stopp gemacht haben. Wie Ruby Rubber, okay. Warte mal, ich guck mal gerade, dass ich mir einen Speer baue. Zack. Can't waste food, wie geil. Ja, ich hab. Ob die Ameisen uns was wollen? Pilze reingezogen. Kannst du mal die Axt. Wieso nimmt der. Der nimmt die Axt nicht in die Hand. Ach, die ist kaputt. Mal mit ist V. Achso. Mit V? Ja, mit V kannst du dein Waffenrad quasi benutzen, weil es ist mir auch schon mal passiert, dass ich irgendwie nichts mehr in die Hand nehmen konnte. Stash Ones. Repair, da haben wir es doch. Ah, kannst du mit einem Stein reparieren. Das ist ja. Das ist fair. Saufe ich jetzt dieses Ekelwasser? Oder suche ich ein bisschen was Schönes? Ich glaube, ich suche was Schönes. Du stirbst nicht, wenn du verdurstest quasi. Nicht? Alert, nein. Thirsty. Was passiert denn, wenn ich durstig bin? Ah, du ich hab verlierst hier Lebensenergie, aber du stirbst nicht. Brauchst du auch noch Wasser? Ja. Hier hinten ist, komm mal zu mir. Ich habe Trinkpäckchen gefunden. Ja, sehr schön. Einen leckeren Saftpack. Ein gönn dir. Tröpfchen. Ich habe jetzt zwar auch nur halb voll, aber. Na, trink ruhig. Achso. Immer ein Wechsel. Gut, ich bin voll. Hab auch gleich ein bisschen Nahrung bekommen und hab ein bisschen Angst vor den Ameisen. Oh, da ist hier dieser Massakerkäfer, ey. Marschiert hier schon wieder böse durch. Ist so geil. Ich stehe auf dem Flair von dem Spiel. So, der Michi ist zwar nicht da, aber wir verschwenden jetzt nicht noch eine komplette Folge mit Basenbau. Hau ab. Warum? Ich hatte Angst vor ihr. Ohne Scheiß. Ne? Also sie hatte keine rote Augen. Ja, aber sie doch, hatte sie. Und sie kam direkt auf mich zu. Ich sag's dir. Oh oh. So. Also haben wir es uns jetzt mit denen schon verscherzt, ja? Ja, es war ja nicht direkt bei unserer Basis diesmal. Vielleicht verlieren sie die Witterung. Wollen wir hier mal das Gerät, die Gerätschaft jetzt anmachen? Ja, Moment. Ich muss das Vieh. So, ich bin auch. Stirb endlich. Alter, das britzelt hier ja. So, dann gehen wir nochmal hier hoch. Hopp. Oh, sind wir schon beim zweiten? Das ist ja irre. Oh, die Frau kommt hochgepöbelt. Juhu. Ja, wir nehmen auf. Kannst winken, wenn du möchtest. Also, wenn du rumkommst, kannst du winken und dann bringt das auch was. Was sammelst du denn da hinten rum? Ich habe gerade noch ein bisschen Sap gesammelt. Ah, okay. I don't know why, but. Habe ich eigentlich die Dinger an? Ja, habe ich an. Hab ich. Ist das meine ganze Ausrüstung, die ich habe? Das ist ja nix. Ist ja. Na egal. So, lass mal Knopf drücken hier. Knöppel. Ja, gerne. So, ich glaube, weiter als hier war ich auch noch gar nicht. Ne, wir hatten ja kurz einmal zusammen gespielt. Britzel. Did you hear something that sounded like a big fire of explosion? Nein, das gar nicht. Think we should check it out. Okay. Absolut. Hat was Boom gemacht. Ich würde sagen, wir gehen zum Boom, oder? Nein.
Wie nein? Ich brauche erstmal, Moment, ich muss erstmal ihr irgendwie Ausrüstung gedöns machen. Ach komm. Oh, da ist wieder eine Ameise. Die hat keine roten Augen. Gut, ich habe auch tatsächlich nur so einen Hut auf. Ich muss mal in der Werkbank gucken, was ich noch so machen kann. Wo ist eigentlich unser Zuhause? Ist das nicht irgendwie markiert? Ja. Ach ja, das ist. Ach, guck mal. Das ist zu Hause. Das war einfach. Du, ja, nimm noch ein bisschen mehr Klee mit. Ja. Du brauchst für deine Rüstung ganz viel Klee. Ganz viel Klee. Gut. Ja, aber wir haben noch nicht mehr als eine Klee-Rüstung. Nee, noch nicht wirklich. Ihr könnt die aktuelle Aufgabe ja nicht lesen, deswegen lese ich sie euch vor. Investigate the explosion at the oak tree. Also, wir sollen die Explosion am Eichenbaum untersuchen. Kleiner Hinweis: Am 19. meine ich, der 19. ist schon rum, sollte ein Patch kommen, scheiße. Mit deutscher Sprachausgabe bzw. Schriftausgabe sehe ich jetzt noch nicht viel von. Oh, mal reingucken. Options. Display. Ich sehe nichts Deutsches. Audio. On Activity. Schade, kam nichts. Wir nehmen das einfach mal so hin. Und machen uns jetzt mal auf Ausrüstung. Oh. Was denn? Ja, hier ist schon wieder so eine Ameise. Ich traue dem Viecher nicht. Ohne Scheiß. Nachdem wir so von. Oh! Aue. Renn mir doch nicht vor die Axt, Junge! Hör schon weg. Rabbimmel. Böse Axt. Ja, du hast ja jetzt gesagt, wir brauchen Unmengen an Klee. Ja, dann hole ich jetzt auch Unmengen an Klee. Ja, hm? Solche schwammigen Aussagen solltest du mir gegenüber nicht treffen. Boah, was ist das denn? Da glitzt jetzt pink leuchtend. Da will ich ran. Wie? Was ist das? Oh, cool. Forschungspunkte. Wie kann ich die denn holen? Also, wieso schwimmen die da rum? Ah, du hast schon die nächsten Sachen erforscht. Zack. Ja, du hast irgendwelche Sachen discovered. So, ein Poncho. Beinschienen. Kann ich da schon? Nee. Brauchen wir jetzt Ameisenköpfe und so. Eyepatch? Geil. Kannst du so eine Augenklappe machen? Ja, kannst du. Das fetzt der für eine Mark. Brauchen wir, bevor wir losziehen, so ein bisschen Heilkram wäre gut, ne? Wäre nicht verkehrt, ja. Health and Snacks. Weevil Nose, das muss ich noch analysieren. Ich kann tatsächlich nur eine machen. Da fehlt mir Sap für. Gasmask. Gasmask? Oh, cool. Ja, ich habe gerade eine Gasmaske erforscht. Das gefällt mir. So. Upper Body, Lower Body. Und so, jetzt habe ich so ein Heilding. Und hier war noch irgendwo Rüstung. Ich habe drei Rüstungsteile gemacht. Ich muss gleich eigentlich aus Versehen noch eine Ameise töten. Wieso? Wieso willst du sowas tun? Irgendwas ist ja am Klauen. Oh ja, mach's kaputt. Schade, das ist leider eine Ameise. Das, das ist blöd ist ja für sie, aber gut für mich. Ich brauch noch eine. Oh. Ich war fast tot. Wait for help. Ich brauch mal grad eine helfende Hand. Ja, ich bin da. Das war dumm. Dumm. Ja, ich bin draußen. Ist jetzt ein Ameisenhelm gebaut, ja? Ja, ich könnte mir jetzt gerne noch mal einen Rüstung bauen. Das mach doch mal. So, liebt diese scheiß Ameise noch? Ich will mich rächen. Rache! Nee, ist tot. Ach, scheiße. Sonst hätte die mich noch angemacht, weil die war rote Augen. Ja. Ja, ich brauche halt einen Ameisenkopf, dann könnte ich das auch. Wobei ich glaube, ich lieber die Ampolster hätte. Aber da fehlt noch so viel für. Nee. Ich bin für Erkunden. Und für Essen ja, vor allem. Ich muss eben das Quarzit wegpacken. Quarzit weg. Kann ich irgendwas kochen hier? Nee. Wir brauchen Essen.
Ja, ich schmeiß erstmal den ganzen Scheiß hier ab. Hm, den Hammer nehmen wir mit. Nee, das ist ein kaputte Axt, Haufen Steine. So. Ist das? Trockenes Gras. Sollten wir vielleicht nochmal so einen Bottich hier bauen? Wäre fast clever, ja. Wa? Und wir brauchen eigentlich erstmal hier so einen Wasserkollektor. Bevor wir irgendwas großartig anderes machen. Das wäre, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Ja, schon klar, womit wir uns dann anlegen müssen, ne? Ja, da wirst du aber okay. Leider durch müssen. Was brauchen wir da jetzt? Ah ja, Cloverleaf, alles cool. Zack. So, haben wir noch einen Behälter. Können wir auch alles da lassen. Können wir schon Waffen machen, größere? Nicht wirklich. Weil für uns könnten die noch ein bisschen groß sein. Ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen, da wäre irgendwie ganz cool, wenn wir so Pfeil und Bogen hätten. Stimmt, dafür brauchen wir Dings hier, Dornen. Lass uns doch mal Dornen suchen. Das ist eine richtig geile Idee. Ich suche Dornen. Irgendwo müssen hier welche sein. Alter, diese Ameisen machen mich so. Oh, scheiße. Schon mal gesehen, Marienkäfer. Aber. Oh, hier ist noch mehr Science. Bro. Cool. Also, wie das irgendwie. Oh, oh. Die haben. Ach, die sind auf einer Jagd und die haben gefliegen. Oh, Gott sei Dank. Alter, da klaut was bei uns. Die Platte, die brauchen wir. Was denn? Ich bin nicht mal in der Base. Fliege. Ich komme gerade zurück. Fliege. Oh, nee. Da klaut wieder irgendein Schwein. Ja, ja. Ist das außen oder innen? Außen. Hier, unser Sepp wollen die klauen. Scheiß wie hier. Oh shit, lauf, 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 lauf. Wieso läufst du nicht? Lauf. Ich hätte mich vielleicht erst heilen sollen. Oh, das heilt ja so wie gar nichts. Das ist ja evil. Wo ist denn? Zack. Die wollen hier unser. Ich bin noch Zeugs. Ja, die wollen unser Honey-Dings haben. Hier unseren Honigtau. Wir müssen dringend die Behälter irgendwie weiter mitten in die Basis versetzen. Geht das? Ich glaube, versetzen geht gar nicht. Hast du noch. Neu bauen. Ja, kostet ja nicht die Welt. Brauchst du noch Essen? Ich habe noch einen Pilz. Reicht dir das? Ja, ich finde gleich noch welche. Ich weiß ja, wo welche sind. Okay. Hast. Den Sepp haben wir noch nicht eingesammelt. Aber jetzt noch wieder ein bisschen was. Und jetzt will ich Stacheln haben. Wo kriegt man die denn von hier? Von den Dieseldingern? Und Wasser wäre auch cool schon wieder. Noch ein Stein. Was ist das denn? Okay. Ist das ein Stück Baseballhandschuh oder sowas sein? Ich weiß es nicht. Ist halt, also die Perspektive ist halt genial, ne? Ja. Ne, dass man tatsächlich auch hingucken muss, was ist das jetzt gerade, finde ich total cool. So, da haben wir die. So, wo ist Distel? Hier ist nur trockenes Gras, das ist ja irre blöd. So. Was bist du? Drygrass. Bringt mir nix. Oh, ein Sapcatcher. Okay. Und ich. Ach du Scheiße. Alter. Oh fuck, 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 fuck. Mach das Tor auf, Alter. Ich will hier weg. Hau ab. Alter, was bist du denn? Ist das ein Mistkäfer oder was soll das sein? Stimmt. Fick die Henne, ist das Ding groß und. Ich werde schon wieder von allen Seiten angegriffen. Was kommt da jetzt noch? Ach, hier diese blöden Käfer. So, den haben wir. Hau ab. Ich habe mich hier in ein gefährliches Gebiet vor. Was brauchen wir? Ob du einen Ameisenkopf brauchst? Ja, weiß ich gerade noch nicht. Ich erwärme mich gerade meine Haut. Scheiß Wanzen. Boah, es kommt schon wieder von allen Seiten her. Wer ist noch ein? Hau ab!
Fick die Henne. Alter, was ist denn hier los? Das war eine scheiß Idee, alleine loszuziehen. Ich weiß nicht. Ja, einen Ameisenkopf könnte ich gebrauchen, dann kann ich mir nämlich diesen Helm bauen. Okay, Richtung, ich weiß nicht mal, welche Richtung das ist. Richtung Haus wird es auf jeden Fall gefährlich. Ja, das ist schön. Das ist gerade das Spiel abgestürzt. Echt? Das ist aber unschön. Definitiv. Dann wirst du wohl nochmal raus und nochmal rein müssen. Moment. Ich speichere das Ganze mal. Safe. Und dann sind wir gleich wieder für euch da. Weiß ich nicht. Hat letztes Mal zumindest auch funktioniert. Okay, dann probier das. Ich suche derweil weiter Disteln und erforsche vielleicht nochmal irgendwelche Sachen. Science. Ne, kennen wir gar nicht. Hauling. Achso. Jetzt habe ich hier drei Leitungen. Aber es agiert gerade komisch. Auch wenn ich Escape drücke, geht Escape nicht. Und seltsam. Okay, Richtung Haus gehen wir also nicht. Alter, irgendwie ist das Spiel gerade seltsam. Oder ich bin verwirrt, das kann natürlich auch sein, was tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich ist. Insanium joined the game, das ist doch schön. Yep, ich mach dich mal stumm im Discord. Mach das mal. Und ich versuche fleißig weiter Disteln zu finden. Diesmal in die andere Richtung, in der Hoffnung, da sterbe ich nicht ganz so schnell. Yay. Aber die Dings hier hilft tatsächlich schon ganz gut. Oh, Distel gefunden. Die Ach, Rüstung, ja. Muss ich nur gucken, ob ich die. Ja, geil. Kannst du legen? Ja. Sind da noch mehr? Nee, ich sehe erstmal nur eine. Aber die gibt ordentlich Nadeln. 10 habe ich jetzt schon. 11. 14. 15. Wow. Das lohnt sich schon. Ich glaube, da kriegen wir ein paar raus. Kannst du vielleicht mit draufhauen? Alter, also fällt die überhaupt um? Oder kriegt man hier einfach unendlich raus? Nee, dann musst du, glaube ich, einfach noch drüber laufen, dann kriegst du das. Den kriegst du die auch? Nee. Nee, du musst draufhauen. Ja, dann machen wir das uns doch erstmal ordentlich mumpeln. Also ich habe jetzt 38 und ich glaube beim letzten Mal habe ich auch ein paar gekriegt. Aber das ist ja schön, dass das so eine unendliche Quelle ist quasi. Ja. Brauchen wir nur irgendwie Fliegen oder so ein Quack. Was? Fliegen. Du musst ja noch das Heck von der Pfeil machen. Ja, muss ich gerade mal gucken. Also ich kann hier gar nicht bauen, ne? So, jetzt 55. Ich gehe jetzt mal an die Werkbank bei uns. Das wird ja wohl erstmal reichen. Ah, ich habe 40 und mein Links ist voll. Ja, das ist schlecht, aber 40 ist ja auch schon mal. Wo war denn die Piste jetzt? Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Hier. Ja, du könntest da mal so einen Marker bauen. Ja. Das wird da Bescheid wissen. Aus Jakut. Die war der Plan. Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Wir müssen hier dringend noch die Wand erweitern. Denn von dem Vorsprung da oben kann man direkt in unsere Basis rein. Das ist ja Bullshit. Ah. Sapcatcher. Können wir jetzt bauen. Was ist das? Das rote D ist der Distel. Bounce Web. Okay. Wir haben ein paar schöne Sachen. Aber wir brauchen jetzt erstmal nur diese. Ach komm, das ist jetzt wieder gefrickelt hier oder was? Nee. Oh, das ist so ein Scheiß, ey. Also das Bausystem ist echt noch ein bisschen assi. Das war nicht ganz so. Das ist nicht ganz ausge. Genau. Ich muss gerade fliegen, springen. Ja, genau die Ecke will ich hier gerade recht dicht machen. Damit dann nicht mehr jeder blöde Käfer rüber kann. Ah, das wollte ich noch. Ach, da können wir aber nicht noch höher. Das ist ja scheiße. Nur so. Hauptsache, da ist irgendwann mal dicht. Und dann werden wir auch die blöden Glasdinger hier los. Und werden hoffentlich weniger beklaut. Zack. Die klauen durch die Wand, deswegen bastel ich die gerade in die Mitte. Das ist doch total doof. Dann bringen die doch keine Wände auch nichts. Aber egal. Das Bogen unter Tools, ja. Gnadfaff. Brauche ich noch.
und ein Setzling. Ein Maidfass habe ich. Also ich habe schon mal 20 Pfeile. Jetzt brauchen wir noch 4 Fliegen und ein paar Setzlinge. Die Setzlinge haben wir ja hier. Oder? Oh, aber auch ja, noch ein paar. Ja, Setzlinge fliegen hier überall rum. Ja, okay, also brauchen wir Fliegen. Wo auch immer wir jetzt Fliegen herkriegen. Ich pack mal Ameisenköpfe hier rein. Wollen wir hier organischen Kram machen erstmal? Maidfass. Pilze. Ja, das war's. Der Rest kommt hier hinten rein. Ich bin auch schon wieder so massig voll, ey. Ja. Pack's bitte in die Mitte. Ich habe da 2 Körbe hingestellt. Zumindest mal alles, was klaubar ist. Und ich, ja, ich pack da erstmal alles rein. Sortieren machen wir irgendwann mal offline. Müssen wir den Leuten ja nicht auf den Sack gehen mit. Ne? So, und dann, wo ist eigentlich unser, wo ist unser Bett hin? Links des Zeltes. Ich bin gerade überlegen, ob ich mir den. Ach, da, ja. Können wir schon schlafen? Ich mach mir den Stacheldings. So. Was für ein Stacheldings? Warte. Ich will auch ein Stachelding. Das ist gar nicht ausgerüstet. Was ist denn ein. Ja, so ein Stachelknüppel. So ein Zombie. Oh, Spike is Brick. Stimmt. Ja. Yes, da ist er. Den will ich auch. Den will ich auf jeden Fall auch haben. Den mache ich mir mal eben. Zack. Oh, ist das dunkel. Wir müssen brauchen Licht in unserer Base, Alter. Hier wollen wir erst ein bisschen was aufbauen an Licht. Nee, ist ja auch. Ist ja langweilig. Wir müssen mal ein bisschen erkunden hier. Ja, ich weiß, wo du hin willst. So können wir gleich. Ja, auch. Auch. So, hier ein Messer. Das Messer wollte ich aber nicht. So, und dann passt das. Ne, jetzt habe ich das, habe ich ja Nadeln. Was soll das denn? So, jetzt passt's. Erstmal müssen wir schlafen, möchte ich mal behaupten. Ich hatte doch eben Zap. Wo ist denn mein Zap hin? Weiß ich nicht. Wieso kann ich erst nur zwischen 20 und 6 Uhr? Okay. Glorreiche Finsternis. Nee, halbe Stunde noch. Ah, wir brauchen noch hier trockenes Gras. Hast du zufällig was einstecken? Nö, aber ich weiß, wo ich welches kriege, wenn ich das im Dunkeln sehe. Alert, thirsty, natürlich. Aber das bin ich morgen früh sowieso. Dann gehe ich lieber morgen früh auf die Jagd. Ja. Also ich sind alle fertig bis auf das trockene Gras. Ja, ich hole trockenes Gras. Wenn ich was sehe, was ich nicht tue. Boah, ist das duster. Ich hab mir, siehst du, eine Fackel hätte man bauen können. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen, weil ich wette, in der Aufnahme sieht man hier von wieder nichts, was ich hier gerade mache. Und ich tue mich selber gerade schwer, hier überhaupt irgendwas zu sehen. Und wenn ich kaum was sehe, sieht der Rest gar nichts. So, ich bringe jetzt 6 oder so mit. 11. Ja, ist gut. Und das Einzige, was ich sehe, ist dein Namensschild. Wow. Ja, geht so. Night Mode. Ah, jetzt kann man irgendwie was hier auch nicht. Boah, ist das spooky, ey. Ich habe auch keine Ahnung, wo die Tür jetzt ist. Kannst du mir mal die Tür aufmachen? Ist offen. Ist offen? Ich stehe in der Tür. Gut, dann ist einfach nur alles duster. Ah, hier. Da ist sie. Wir brauchen dringend mehr Licht. So, hier, da. An der Wand sind die. Ja. Wir sind fertig, wir müssen noch das trockene Gras ran. Zack. Ich bräuchte aber, warte, bevor du das alles verpulverst, ich bräuchte 3-mal trockenes Gras. Das sollst du haben. Wofür denn? Für 1 Fackel. Ah, ja. Gut. Bräuchte ich dann wahrscheinlich auch, aber okay. Mach du mal. Hast du? Nee, ich habe noch 5. Die habe ich dir jetzt gerade hier hingeschmissen. Ich hole einfach nochmal einen Schlag. Jetzt geht auch gerade der Mond ein bisschen auf. Das heißt, man sieht wieder... Sieht wieder ein bisschen mehr. Und ist nicht mehr ganz duster hier. Und dann brauche ich dringend was zu trinken. Oder anders gesagt, wir müssen dann dringend schlafen gehen. Ja. So. So, ich habe dir mal den Eingang beleuchtet. Ja. Oh. Ich habe hier ein großes D stehen. Was ist das für ein großes D?
Und einen Regenbogen am Himmel oder so. Das ist die Distel. Ah, okay. Ist das hier trocken? Ja, sehr schön. Zack. Na klar. Trocken Grass. Dann kann ich mir auch gleich eine scheiß Fackel bauen, ey. Dass man unterwegs so viel bauen kann, da muss ich mich echt dran gewöhnen. Ja. Und nicht für alles irgendwie ein Gebäude braucht. So. Craft. Oh, es ist so viel Kram, ey. Unglaublich. Huh. Wo ist denn hier Spiky's Brick? Workbench Steel. Wo ist denn die Fackel? Da, Torch. Unter Tools. Ja, Sap, ja, Ropes, Brick habe ich natürlich alles nicht da, ne? Ach, scheiße. Was sind denn? Alles. Außer trockenes Gras. Sap kann ich dir geben. Spricks liegen, glaube ich, auch noch irgendwo in der Basis rum. Ja, das sollten wir für unterwegs auf jeden Fall mitnehmen. Ah, hier sind noch Spricks drin, hier ist noch Sap. Also, wenn du in die Basis kommst, hier ist alles da. Das ist schön. Und die Tür ist beleuchtet. Von innen, was natürlich außen nicht viel bringt. Echt? Oh, ja, hast du nach... außen was hingestellt. Hast du was nachgerüstet, ja? Ja. Oh, mein Gott. Ah, du hast, kommst natürlich von der falschen Seite. Ja, halb so wild. Drin ist drin. Also, wir brauchen... Im Recht. Sap. Ja, ich muss gerade mal gucken. Rope und Sprig. Ja, sehr schön. Dann machen wir uns. Wir machen gleich zwei. Ne, wir können nur eins machen. Aber das ist egal. Ah, oh, wunderbar. Take that, Vampire. Finde ich auch gut. So. Achso, das Quarzit nehmen wir besser mit. Gut, wollen wir jetzt mal pennen, dass wir wieder Licht haben in der Butze? Ja, sehr gerne. Und sleep. Ich bin durstig. Ja. Ja, ich auch. Und wir sind halt morgen früh immer noch durstig. Oder wenn wir jetzt was trinken, gleich wieder durstig. Wir können ja mal gucken, ob das Trinkpäckchen dann wieder voll ist. Das tropft ja bestimmt noch weiter. Ja, denke ich. Oder ob wir irgendwelche Tautropfen sehen. Das wäre natürlich auch gut. Erstmal bewaffnen. Also irgendwo hier war das doch. Wo ist der Scheiß? Hier ist der See. Ah, da ist es. Ein riesenrotes Ding mitten im Irgendwo. Oh, Scheiße. Die sind hier am Fighten. Was ist da am Kämpfen? Ja, die Ameisen haben sich hier gerade über irgendein Vieh hergemacht. Oh. Weggeschlurft. Oha. Das ist eine ganze Armee. Wow. Das ist schon geil. Weg. Gut. So. Dann suchen wir uns noch mal Spinnenkram, damit wir hier das Wasserproblem gelöst kriegen. Weil wenn der Michi wieder da ist... Oh, hier ist eine Schnecke. Oder zumindest ein Schneckenhaus. Ja, Es ist leer. Was brauche ich denn für Pfeile? Maidfass. Ja, da brauchen wir erst noch ganz viele Fliegen. Ja. Bevor wir die nicht haben, wird das, glaube ich, gar nichts. Okay. Ich bin hier schon mal... Ich glaube, ich habe die Spinne gefunden. Alter, ist die groß. Was? Wo? Da, direkt vor uns. Oh ja. Dies. Ich habe Arachnophobie-Modus gerade mal an. Echt? Zwei. Ja. Ja, witzigerweise erkennt man die dann besser. Die sind so grüne Klumpen. Echt? Geil. Ja, aber die müssen wir töten, ne? Sonst kriegen wir keinen Netz. Sollen wir den mal auf den Arsch schauen? Die wird uns so umbringen. Oh ja. Oh, da mache ich ja quasi keinen Schaden. Okay. Ja. Ach, du bist ja jetzt reingelatscht. Ja, aber Raw Science. Ja klar, deswegen. Down. Komm, stirb. Oh, jetzt sind die beide da. Scheiße. Ach, du bist down. Weg da, weg da, weg da. Komm da weg. Oh, ne. Ah, tot. Ja, ich auch. Scheiße. Ja, gut. Voll die Epoch. Okay. Gut, wir brauchen einen Bogen. Ja. Alter. Und jetzt liegt da natürlich unser Rucksack, ne? Swap Team. Ja. Respawn. Aber ich bin extra noch ein bisschen weggerannt, dass ich vielleicht nochmal dran komme, ohne gleich zu sterben. Let's try our best. Or worst.
Okay, wir müssen irgendwie erst Fliegen töten, bevor wir an die Spinnen rankommen. Das macht ja sonst überhaupt keinen Sinn. Keine Ahnung, wie wir an Fliegen kommen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Wie zur Hölle farmt man Fliegen? Boah, ich liege da quasi. Ich versuche mich da mal anzuschleichen. Gucken, wir können mal dieses Fleisch verschimmeln lassen, bewusst. Und denn? Hier ist ein Ameisenbau. Da wollen wir vielleicht nicht rein. Okay. Ich laufe hier komplett falsch. Wo ist denn mein beknackter... Okay, du kannst dich auf jeden Fall... Oh, scheiße, an den Spinnen vorbeischleichen. Ja, ich weiß. Ich hab gerade irgendwie einen Scheißfehler. Ich hab eine Spinne am Arsch. Am Arsch. Ja, ich kann gerade gar nichts. Weil ich hab irgendwie die komplette Orientierung verloren, dadurch, dass mir hier alles auf der gleichen Höhe angezeigt wird. Okay. Sprich, sich nicht mehr dynamisch mitdreht. Hä? Okay. Ja, keine Ahnung. Warte. Ja, es ist halt Early Access, ne? Also da gibt's nun mal Fehler. Puh, gut, vor der Spinne bin ich schon mal weg. Ich bin von diesem Dornknüppel übrigens nicht sonderlich angetan. Ich glaube, ich versuche mal mit Sperren das Ganze. Hörst du mich noch? Ach nee, du hast ja Dings ausgemacht. So, jetzt kann ich dich auch wieder verstehen. Ah, guck mal. Ich versuche jetzt mal was. Ich versuche den mit Sperren dann auf den Leib zu rücken. Speere? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das nicht... ja, probieren wir aus. Die kannst du auch werfen. Wir haben doch beim letzten Mal rausgefunden, dass man den Scheiß werfen kann. So. Pebbles Bier. Brauchen wir Pebbles und Spricks. Und weg. Laufen. Ja, das machen Tiere manchmal. Es ist dezent ekelhaft, sagst du, ja? Hat der uns wieder alles gegeben? Nee, der Kater. Und das ist fast sogar schlimmer. Ja. Und da ist Bricks. Und dann werfe ich den einfach fucking Speere in den Arsch. Vielleicht bringt das was. Vielleicht. Oh, ich höre eine Fliege. Komm her. Ha. Wo ist sie? Komm her. Ha. Einmal genährt Miet. Und genährt Fass. Das ist schon der halbe Weg zum Bogen. Yeah. So, jetzt muss ich erstmal meine Ausrüstung wieder... Also die Menüführung ist echt assi. Muss ich leider sagen. Drop, Action, Close. Ah, hier. F. Equip. So, dann legen wir uns mal die ganzen Speere zurecht. Was passiert denn, wenn ich ein ja, super. Der bleibt stecken im Gegner. Ja, das ist sicherlich wahr. Aber viel cooler ist, dass der sich stackt in deinem Werkzeuggürtel unten und du mehrere nacheinander werfen kannst. Dann muss ich wohl mal Speere machen, weil ich habe ja auch noch keinen. Ja, ich sammle mal alles dafür. Ein paar Pebbles brauchen wir noch, ein paar Setzlinge. Ich versuche mal alles irgendwie ein bisschen ranzukriegen. Dann kriegen wir diese kleine Scheißspinne davor platt oder was? Kann nicht sein, dass wir nicht zu zweit eine Spinne schaffen. Ich bin grad Boiled Meat. So, dann muss ich gleich mal gucken. Ich schmeiß das gleich mal auf den Boden. Vielleicht können wir damit ein paar Fliegen anlocken. Ja, das ist... Ah, so meintest du das. Das ist schlau. Du bist klug. Ja, Karl-Luka. Ja. So. Dann machen wir uns dann noch ein paar Speere. So, ich habe jetzt 9 Speere. Damit kann ich auch fast nichts mehr tragen. Aber ich kann sie schmeißen. Das ist gut. Das geht sogar recht gut. Oh, Fliege. Yeah. Die ist echt eine gute Waffe, der Speer. So, dann mache ich gleich... Dann mache ich hier gleich mal Genet Meat. Dann haben wir auch wieder was zu essen.
Oh, da hinten will einer rein bei uns. Ja, zwei sind's. So, wie schaut's denn aus? Was brauchst du noch? Ich sammle gerade noch ein paar Sprösslinge. Ja, die waren bei mir auch das Problem. Alter, hier fallen schon wieder die Sachen aus den Containern raus. Ja. Die sind hier echt diebische Elster, die Wichser. Die haben schon wieder versucht. Na, ich denke mal, deswegen liegen die daneben, ne? Also würde ich zumindest so verstehen. Speer. Boah. Noch ein. Ich glaube, ich kann gleich einen Bogen bauen. Dann kannst du meine Speere haben. Ja. Klingt Bogen habe ich, willst du haben? Also Pfeile habe ich schon. Willst du die Pfeile? Kriegst du von mir einen Bogen. Nee, den kriegst du. Nee, ich habe jetzt die ganzen Speere. Dann kriegst du meine Pfeile. Dann kriegst du meine Speere. Wo sind das? Also ich glaube, du brauchst die Nadeln auch, glaube ich, nur. Habe ich. Ja, denn du brauchst den Bogen. So, ich habe dir hier mal ein paar Speere hingelegt. 10. 11. Jo. Okay, und du hast jetzt. Du hast Pfeile schon. Du brauchst nur die Nadeln als Pfeil, oder? Ich brauch nur Spitzen, jetzt brauch ich nur das Fliegenkack. Echt? Brauchst du die? Nee, brauchst du doch gar nicht. Warte mal. Mightfass. Arrow. Mightfass brauchst du dafür, haben wir doch da. Haben wir? Irgendwo hatten wir Mightfass. Nein. Ja, hier, da. Nur ein Stück. Alles Mightfass. Cool. Cool. Dann rück ich dir nämlich mit dem Speer auf den Hals. Und du mit dem Bogen. Ja, mit dem Bogen. Mit dem Bogen. Ach guck mal, ich könnte mir theoretisch noch die Beine machen. Hier ist Essen auch fertig sonst. Gönn dir, gönn dir. Ja. Gnat Roast. Wie kann ich denn das essen? Leertaste. Consume. Hm. Jetzt bin ich aber bestimmt schön satt, oder? Ja. Hallo. Oh. Was denn? Ich kann überhaupt nicht mehr bewegen. So, Craft. Alter, du siehst echt ganz gut gepanzert aus mittlerweile. Willst du Ameisengedöns? Ja, immer. Also ich verstehe die Frage nicht. Willst du besser gepanzert sein? Nee. Eigentlich da nicht. Da brauchst du aber noch Mightfass, glaube ich. Hab ich, glaube ich. Ich hab Gnatfass nur da. Ja, ist auch egal. Ich leg mich auch so mit denen an. Nee, scheißegal. Okay. Komm, wir holen uns jetzt die Spinne. Ich will hier Action. So, lass mich noch fix eben die Pfeile machen. Da. Hatte ich nicht schon welche gemacht? Ich halt mich gerade für blöd, ne? Ich brauche noch Nadeln. Hier sind doch 20 Pfeile sind doch hier im Korb, im rechten. Nadeln, ja. Nee, Pfeile. Oh. 20 fertige Pfeile. Wer hat die denn gemacht? Ja, ich. Sie, cool. 20, so. 40, 60. Jo, da komm ich, kann ich ein bisschen was mit anfangen. Na denn, ich schmeiß Speere und... Mal schnell die Tür zu machen. Genau. Dann gucken wir doch mal, dass wir dieses Scheißvieh niederschmettern. Zerschmetterig, allmächtiger Zerschmetterer. So. Geil, du kannst verschiedene Munition damit verschießen. Ja. Okay. So, ich brauche hier hinten. Ja, es ist wieder getränkt da. Das finde ich schon mal gut. Dry Grass nehmen wir auch mit. So, wo waren diese blöden Viecher? Weiß ich nicht mehr. Einfach mal laufen, gucken. Jo. Okay, hier ist so schon weit mal. So war es nicht. Nee, hier ist aber schon mal die Schnecke, die ich gesehen hatte. Dann müsste das doch. Ich klar, ja, ich sehe sie. Okay. Da. Ja, ich bin auf dem Weg. Das spinnt. Die spinnt hier auch immer wieder neue Netze. Ist ja geil. Das ist auch gleich zwei sein müssen, ne? Kann man nicht das blöde Spinnennetz abbauen? Weiß ich nicht. Das wäre so viel einfacher. Ja, wahrscheinlich. So, wo ist er denn? Da ist er. Ja, ist ein. Aber es waren zwei. Ja, ja, eine ist rechts, eine ist links. Weniger leben. Ja, gute Frage. Ich. Oh fuck, falsche. Boah, das ist ein Chat. Alter, ist die schnell. Alter, hier liegt alles voll mit Pfeilen. Voll in die Fresse. Okay, ich bin fast tot. Ich bin tot. Du müsstest mich wieder beleben. Ja, ich muss sie erstmal vertreiben.
Sonst frisst mich wahrscheinlich gleich die Ameise. Okay, ich sehe nichts. Tust du nicht. Ist ein Stück weg, komm ran. Okay. Beeil dich da vorne. Ah, ja, das schaffen wir. Und zurück. Ich sammle wieder ein paar Speere ein. Wieso kann ich die Pfeile nicht sammeln? Kannst du nicht? Ich kann die aufsammeln, ich gebe dir die sonst. So, ich habe noch 6 Speere. Wo sind die anderen hin? Ach, die stecken in dem Scheißvieh drin, ne? So, wo bist du? Da. Komm mal her, ich habe hier noch Pfeile für dich. Ja. Ja, sagst du so leicht. Oh, muss ich die echt einzeln droppen? Nee, echt? Das Drop Stack macht mit Rechtsklick. Na gut. Okay. Wo ist das Scheißvieh hin? Dann, wo die Büsche sich bewegen. Da hängt auch Wasser an der Decke. Hier hinten sind noch ein paar Pfeile. Und ein Speer. Ja, ich hab hier einen hinterher geschossen. Fuck. Ich lenk sie ab, schießt du. Ja. Ja, fuck, ey. Scheiße, ey. Ich brauch schon wieder Rettung. Ja, ich muss versuchen, hier irgendwie auf eine erhöhte Position zu kommen. Ja, sie ist erstmal wieder weg. Ja, oder auch nicht. Alter, ist die schnell. Nein. Die ist irre schnell, ey. Ja, aber beide. Fast. Okay, das probieren wir nochmal. Scheißvieh, heute will ich auf jeden Fall eine tote Spinne sehen, ohne Mist. Ja, ich hätte auch gern ein bisschen. Okay, die Frau auch. Ja. Nur eine tote Spinne ist eine gute Spinne. Wo hast denn du deinen Startpunkt gewählt? Ich weiß nicht, warum der da ist. Total bescheuert. Du musst ans Bett gehen und dann kannst du sagen, ja, ey, hier soll er. Mal gemacht. Okay. Das, was mich so ein bisschen. So, wir haben jetzt noch Viertelstunde. Dann hat diese Spinne zu sterben. Bitte, bitte, bitte. Okay, also mit Bogen offensichtlich ist die bessere Waffenwahl. Der scheint wesentlich flexibler zu sein. Oh, was ist das denn? Hä? Was ist das? Was? Ich habe hier was gefunden. Das ist gut. Ah, so ein komisches Spielchen, so ein Steinespiel. Ich glaube nicht, dass das was für uns übrig hat. Also nee, nicht Steinespiel. Links hier, so Tic-Tacs sind das. So ein Tic-Tac-Verschnitt. Okay. Wieder weg. Boah, jetzt komm da raus, du blöde Spinne. Also ich gehe jetzt erstmal genau da oben, wollte ich auch hin. Warte, ein bisschen gerne. Hi, komm her. Die haut dann aber ab, die feige Sau. Ja. Ich sag das, er ist ja über 18. Kannst du. Ja. Ach, scheiße. Oh, die kriegen wieder. Die, na. Echt? Hat die wieder Vollleben? Ja. Scheiße. Ja, kriegen wir hin. Also muss einer. Die kommen bestimmt nochmal wieder. Ja, einer muss unten der Irre sein. Okay. Weißt du was? Ich schleiche mich jetzt hier einfach mal durch die Gegend. Ja, mach das. Versuche das hier so ein bisschen sneaky zu machen. Dry Grass. Also, das Netz kannst du auf jeden Fall nicht irgendwie investigaten. Dann guck ich doch mal, was hier abgeht. Oh, fuck. Sie kommt. Ja. Bist du der Lockvogel? Ja, offensichtlich. Naja, sie ist vielleicht war das, verloren, ist wieder weg. Ja, vielleicht war das auch einfach nur die andere Spinne. Hast du daran schon mal gedacht? Es sind ja zwei da. Zwei gerade angegriffen und beide hatten wieder volles Leben. Echt? Assi. Ja, wahrscheinlich, wenn alle sterben. Ja, das kannst du haben. Zack. Ich treffe mich auch echt selber mit diesen Scheißspielen. Kommt zu dir, glaube ich. Ja, aber die müsste erstmal hochkommen. Ich habe sie aus ihrem eigenen Haus verjagt. Wie gut ist das? Komm, jag sie hier rüber. Oh, hier ist die andere.
komme bis da hinten nicht. Kein Problem. Ich hoffe, die Pfeile reichen. 28. Auf. Halb. Nee! Nicht weglaufen, blödes Vieh. Ja, ach, du hast doch. Sie rangelockt, scheiße. Ja, ja. Sie hat da so ruhig gesessen. Ja, ein bisschen Action wollen wir auch haben. Hier nur einfach ja. Tothämmern ist auch scheiße. So, komm. Zack, ich habe jetzt aber nur noch einen Speer. Oh, da ist die andere. Nicht erwischen. Wo bist du, du Scheißvieh? Nein! Was? Was hast du gemacht? Alle oder was? So, ich glaube, ich komme hier jetzt nicht weg, weil die Spinne hier hockt. Achso, das ist die, die pennt, alles klar. Soll ich sie nochmal anlocken? Also ein Treffer und ich bin hin. Oh fuck. Sie ist da. Ja, das mit diesem. Alter. Das mit dem Werfen muss ich dringend nochmal umlegen. Oh, jetzt sind beide da, ne? Oh, die Ameisen sind angepisst. Wieso hat die. Was? Jetzt sind auf einmal zwei hier mit vollem Leben. Ist das echt? Scheibenkleister. Ne, das ist echt Mist. Beleg mich mal wieder, bitte. Ich ja, glaube, das wird heute noch nichts mit der Spinne. Alter, kriegen wir fies auf die Mütze, ey. Okay, wir oder ich brauche mehr Speere. Oh, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ich halte mich mal gerade zurück und sammle deine Pfeile wieder ein. Oh, oder nicht? Du läufst hinterher, du Dumme. Ja, jetzt schon. Komm hier oben aufs Kabel. Oh, fuck, ey. Wirst auch hektisch, wenn die ankommen, ne? Meine Fresse. Kannst mich, glaube ich, wieder beleben. Ja, Moment. Die hat einmal so rote Augen. Ja, die jagt, glaube ich, gerade. Die geht auf die Spinne los. Nee. Das wäre, das würde ich gerne mal sehen. Irgendwie so 20 Ameisen gegen eine Spinne. Aber die Soldier Ants, warte, ich heb dich sofort auf. Aber jetzt, 14, oh, Alter. 13. A little help here. Bis hin? Ja. Ja. Die hat mich entdeckt. Natürlich. Was ripped apart by an Orb Weaver. Das nervt ein bisschen. Ja. Das ist falsche Richtung, scheiße. Kommst du mir auch stumpf hinterher gelaufen, ne? Der will das schon machen. Lemminge! So. Ich brauche auch neue Speere. Meine sind irgendwie alle weg jetzt. Ja. Das ist ein bisschen ätzend. Also einer mehr, glaube ich, dann würden wir das schon gerissen kriegen. Der Michi, er fehlt. Ja, definitiv. Habe ich jetzt auch meinen aufgehoben? Ja. Du, dir wird nur deiner angezeigt erstmal. Ja. Michi, du fehlst uns. Ja, sehr traurig. Wir sollten vielleicht erstmal ein Mühe hier verschwinden. Ja, ich habe meine Rüstung gerade wieder angelegt. Und es wird auch schon wieder dunkel, ey. Fick die Henne. Wir haben nichts erreicht. Nichts, rein gar nichts. Guck mal, was liegt denn hier? Was hast du denn Schönes? Die Krähenfeder, die kannst du später auch zerlegen. Aber da brauchst du Axt T2. Ah. Jetzt frage ich mich nur, was müssen wir tun, um Axt T2 zu bekommen? Was ist mit dem Hammer? Inventar. Was? Mit dem Hammer konnte man den Steinkram da aufbauen, ne? Ja. So, wir können ja mal einmal hier durchgucken. Was können wir denn jetzt Schönes bauen? Sapripper. So ein Ding zum Schlüpfen. Lager, das bringt uns alles nichts. Ohne Falle. Spike Trip. Geil. Und was ist das? Ach, Trophäen. Und Stühle und so. Das bringt sie alles irgendwie nicht so. Alter, meine ganzen Speere sind weg. Echt alle. Ich meine, die war auch fast tot, dieses Scheißvieh, ne? Ja. Nervt ein bisschen. So, ich weiß noch gar nicht, warum da jetzt plötzlich wieder volles Leben war. Ja, das ist ganz schön assi. Ne, ist ja cool, wenn die nach dem Ableben irgendwie wieder Leben haben. Aber so mitten im Kampf quasi, das ist ein bisschen assi. Die scheint irgendwie Aggro verloren zu haben. Ja, meinst du, kriegt die wieder Leben? Jo. Das wäre schon ein bisschen uncool. Ja.
So, gut, dann gucken wir doch erstmal in der Base. Oh, was liegt da denn? Sap. Oder Honigtau? Sehr gut. Honigtau. Können wir eigentlich noch irgendwas erforschen? Nicht, dass ich wüsste. Boah. Da schimmert was rot. War cool. Roter Schimmer ist gut. Glaube ich. Wie? Das kann ich nicht werfen? Geil! Ein Zepp-Klumpen. Richtig geil ist, dass du den Knüppel auch werfen kannst. Den Spiky. Wo ist denn jetzt hier der Tropfen hin? Kommst du mal zu mir? Ich glaube, das wird auch die Zuschauer interessieren. Ja. Ich wollte mir gerade Wasser holen, aber das, mein Knüppel war zu hart. Das klingt vielleicht falsch, aber... ja, ich kann da nichts fühlen. Das ist... Kein Problem. Ich glaube, ich muss auch mal ein paar Pilze essen. Ist, ja, ja. Dann kommt das manchmal auch mit dem harten Knüppel. Ah, oh, schön. So, ich lass mal das Sap hier unterwegs nicht liegen. Und jetzt komme ich wieder ja, zu dir. Ja, ist nicht schlimm, komm zu mir, dann wirst du ganz viel Sap bekommen. Was ist denn hier? Hinter mir. Sap-Klump. Sap-Klumpen. Ja, na, den bauen wir doch mal ein bisschen Sap ab, würde ich sagen. Oh, das... Oh, da fällt aber einiges. Oh ja. Jetzt mal schnell hinterher rennen. Ja, und die Hälfte liegen lassen. So, ja. Ich hab erstmal. Ich glaube, das fanden die Ameisen gerade nicht so cool. Ich höre das überall so? Tippeln um uns rum. Das weißt du das nicht? Ja, lass mich. Ja, alert, Fred, engaged. Wo? Ah! Ach, da, scheiß Wanzen! Zack. Scheiß Viecher. Sehr gut. Ja, ja. Das brauchst du übrigens für deine Dings. Für meine Dings? For your, Gedönsbums-Dings. Boah, mit dem... Ja, mit dem Knüppel kriegt man die aber richtig gut kaputt. Boah, Alter, was ist denn hier? Ich glaube, wir sollten mal diesen Baum markieren. Ja. Weil hier ist alles voll mit Sap. Tatsächlich. Und hier ist auch, ja, vor allem, weil das ja täglich nachwächst, ne? Zack. Putu, 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 putu. So, dann machen wir einen. Was machen wir denn da? Ich muss mich hier die ganze Zeit meiner Haut erwehren. Boah, wo? Ich meine, die Dinger machen ja kaum Schaden, ne? Ich hab mal einen Marker gesetzt. Ja. Oh, Mutation detected, Cardio Fan. Oh, ich hab eine Feldstation entdeckt. Ja, und Field Station, das steht da auch. Aber ich glaube, ich hab gerade mehr Stamina bekommen. Cool. Personal Lock 01. Ja. View Detail Tab. Personal Lock 1. Ominent Practical Technologies. Dr. Wendell Tully. Signs. Lass unhappily. Speedy and then grandiose. Ominent. Alter. Was ist das für ein Scheiß? Lava Blade gefunden. Was ist das? Denn? Was? Ein verrottetes. Ach, Larva. Larven. Ja. Ja, Lava wäre geil gewesen. Schön so ein Obsidian-Schwert. Oh shit. Feststellung: Den Knüppel kannst du nicht mit der Dings hier. Mit dem Knüppel. Dran. Ja, die sind ab. Echt. Oh fuck! Wo bist du? Oh, eine Riesenspinne ist mir. Ich bin tot. Alter, Scheißvieh. Ich sehe hier nichts. Ich sehe gar nichts. Ja, muss ja nur Sorry. Zu meinem Namen laufen. Aber da sitzt immer noch eine dicke Spinne, die jetzt aber abhaut. Alter! Aus der Dunkelheit schälen sich dann nur diese zwei riesenroten Augen. Und ficken mich hart und trocken. Sehr schön, nicht. So, kannst du mir helfen? Ja, ich bin tatsächlich am um den Stamm herumlaufen, 9, weil du bist nämlich genau 8, auf der anderen Seite gestorben. 7, 6, 5, ah, ich lauf doch schon. 4, 3 und wieder einmal war dein Bestes nicht gut genug. 1, 0, ich bin tot. Toll. Respawn, wie oft bin ich jetzt in dieser Folge allein gestorben? Viermal.
Ja, bestimmt. Ich bin auch immer, habe auch immer die geile Idee, ich könnte ja der Lockvogel sein. Das wäre eine gute Idee. So, jetzt muss ich mich hier irgendwie im Dunkeln wieder bis dahin vorkämpfen. Wir sollten uns so eine Kiste fertig machen mit Fackeln. Wo bist du? Ich schmeiß dir meiner gleich hin. Hier, komm her. Leuchte mir. Ach komm, wir laufen zu zweit. Ja. Du musst vorlaufen, so leid es mir tut. Schön. Ja, du weißt, wo dein Rucksack ist. Ich lauf gerade drauf zu. Also. Das ist gut. Zick, zick. Ah, ist schon cool, auch mit dem Schatten. Ist trotzdem irgendwie geil. Ah, hier lichtet sich ein bisschen. Aber es war auch wieder Richtung Haus gelaufen, ne? Da hatten wir doch festgestellt, das ist eine scheiß Idee. Was bedeutet eigentlich dieser Scanner? Hast du den auch gerade? Links, oberhalb? Ja, das bedeutet, dass hier ein weiteres Zelt in der Nähe ist. Ah. Okay, ich hab meinen Kram. Alter! Ja, ja. Dieses Messer, das geht so steil. Echt? Ja, wo bist du? Bin ich ja direkt neidisch hier. Hier, komm, warte mal, ich hau mal. Ja, ich bin gerade im Inventar, sorry. Ich muss gerade hier meine Axt erstmal wieder ausrüsten. Aus irgendeinem Grund verschwindet die mir. Zeig mal her. Ja. Damit machst du mal eben schnell so eine Larve instant platt. Das ist nett. Aber so, ich will hier weg. Hier ist diese Riesenspinne. Ja, dann laufen wir mal wieder Richtung Haus. Was hast du da markiert? Das ist das Sap-Ding oder was? Ja. Okay. Ich bin irgendwo reingefallen. Scheiße. Ja. Oh, geil. Bei dir. Ja, den müssen wir jetzt gucken, würde ich sagen. Laufen wir am besten wieder raus, ne? Ja, das war ja easy. So, ab nach Hause. Wie soll denn da? Okay. Oder wollen wir das Zelt versuchen zu finden? Ich war da eben schon, da gab es hier so ein Audio-Log. Ach so, okay. Da ist nichts drin, da kannst du nichts erforschen, leider nichts, gar nichts. Okay, das ist ja sehr, sehr schade. Ich glaube, ich habe es auch gefunden. Da ist es ja, ja. Natural Explorer, Mutation gefounded. Nö, aber hier ist so ein Analyzer auch, ne? Ist? Ja. Nur, dass wir nichts analysieren. Ah, links. Analysieren ja, haben. Ich doch, habe ich. Was denn? Stimmt. Stimmt. Oh, fuck. Schon wieder Spinne. Lauf, lauf. Alter, ein Hit und ich bin fast tot. Alter. Fick doch die Henne, ey. Ich bin unter der Erde. Unter? Ja. Ich hab mir gedacht, das wäre eine gute Idee, in die Höhle zu rennen. Bei Nacht. Ja, natürlich. Ich glaube, wir schlafen mal. Ja, ich baue hier mal ein Zelt. Respawn. Oder komme ich da rein? Ich schaff das. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Alter. Ich hätte hier dann notfalls ein Zelt gebaut. Das geht natürlich auch. Ja, wahrscheinlich ist die Spinne... Guck mal bei uns im Lager, ob du ins Bett gehen kannst. Wahrscheinlich könnte ich das, aber ich bin schon wieder auf halbem Weg zu dir. Wow. Ah! Verpiss die Spinne! Ja, sag ich doch. Assi. Die will hier rein. Ich hab Angst. Jetzt muss ich auch noch einen Eingang finden, um in dieses scheiß Loch da reinzukommen. Die Spinne schlägt gerade das Zelt kurz und klein. Echt? Ja. Also sie versucht das. Sie jetzt ist sie irgendwie hier reingebackt und doch nicht und. Und ich bin irgendwo im Duster. So. Ich sehe halt nichts. Kann ich im Zelt nichts bauen, ne? So, ich habe auf jeden Fall erstmal meine Sachen wieder. Aber dann ist es halt immer noch stockefinster. Ich renne aufs Haus zu. Ich bin raus. Ich gehe nach Hause. Bin zu blöd. Ja, mach das. Ich sitze hier noch mit der Spinne rum. Ja, ich glaube, ich würde dir gerne helfen, aber ich glaube, ist nicht schlimm. Warte mal, ich guck mal, was passiert, wenn ich jetzt meinen Fallbogen nehme. Nee, warte mal. Wir können das jetzt mit dem Schlafen versuchen, wenn das Zelt noch steht. Ja, tu das. Ich bin gleich zu Hause und dann versuche ich mich hier hinzuhauen. Ja, bin ich auch mal gespannt, ob das geht.
So, und Sleep. Jo, funktioniert. Boah. Das ist wahrscheinlich diese blöde Spinne auch weg. So. Hungrig, durstig und total am Ende. Okay, ich habe jetzt die Tür zugemacht. Ich gucke auf unser schönes Science-Ding hier. Wir können immer noch nichts analysieren. Fuck, Alter, das klingt schon wieder so richtig mies. Ich bin mal im Vollsprint auf dem Weg zu dir. Das ist vielleicht eine gute Idee. Was habe ich denn jetzt gemacht? Bin ich dumm? Schau mal nach. Ich glaube, du kannst jetzt auch dieses Larven-Messer bauen. Das ist eine gute Idee. Gucken wir da mal. Workbench Gear. iPad, Tools. A Corn Shovel? Nee. Weil bei mir stand eben Already Known. Ah, hier, Lava Blade. Ja. Brauchen wir dafür? Grubhide, Acid Gland und Lava Spike. Okay. Ich weiß nur von der Hälfte, was es ist. Und also Acid Gedöns kriegen wir von den Spinnen wahrscheinlich. Nee. Cool. Von den. Hier, von den Ameisen. Achso. Guck dir das mal an hier. Ich, an der Wand. Ich komm nicht raus. Mit Escape. Achso, oh ja. Alter. Lethal Invasion. Alter. Guck dir das mal an. Krass. Tür wieder zu. Eines drin. Wie viel ist das denn? Hau sie nicht. Ah. Alter, wie geil ist das? Voll Miet. Ja, wahrscheinlich wollen sie das haben. Ja. Alter, jetzt ein Molotow-Cocktail. Gut, unser ganzes Haus würde mit abbrennen, aber... Ja. Jetzt hauen die ab? Ist das geil. Hast du es in der Tasche gesteckt? Was? Nö. Die hauen einfach nur ab. Die haben anscheinend bessere Opfer. Das war ein schöner Abschluss. Oh, jetzt sind die auch noch rot. Ja, sorry. Die hat auf einmal geklaut. Zu die Hütte. Nee, nicht rausgehen. Oh oh, wir haben unsere Tür kaputt gemacht. Kacke. Scheiß Wattenabschluss. Ich sterb schon wieder. Warum bin ich immer der stirbt? Ich würde sagen, du bist Quoten-Schwarz, aber du warst. Doch, das war jetzt schwarz. Oh, sorry. Kaum, die kriegst du noch tot. Dann kannst du mich beleben. Ich hab keinen. Komm. Try to revive. 4, 3. Nee, 19, 18. Beleb mich einfach wieder. Die sind doch gerade nicht da. Du hättest die Chance gehabt, mich wieder zu beleben und unsere Schlagkraft zu verdoppeln. Und du entscheidest dich dafür, sie einfach nur zu schlagen. So. Na komm. Wo ist er? Die zerlegen gerade unser Haus. Ja. Ich würde mich freuen, wenn er wiederkommt. Ja, definitiv. Und der will uns auslachen, wenn er das sieht. Das auch. Inventory voll. Egal, jetzt können wir uns gleich hier vor die Ameisenbrüste machen. Wow. Alter. Mal schön die halbe Wand zerlegen. Alter. Oh. Ich hab so ein kleines Stamina-Problem. Ich auch. Alter, aber der Knüppel ist geil, weil der gleich mehrere trifft. Du läufst hier nicht weg, du Wichser. Inventory voll, so jetzt mal ganz schnell die Tür wieder zubasteln hier. Ja, ich sammle erstmal die Ameisen auf, bevor die irgendwie verfallen. Das war eine Menge tot. Okay, Tür. Ja, bitte. Ja, das ist so leicht. So, und Wand. Ach komm. Und dann noch eine. Nee, ich versuche gerade hier die Wand wieder dicht zu machen. Also merke, Spoiled Meat ist eine ganz schlechte Idee. Einfach rumliegen lassen, ja. Ja. Also, ach, komm. War eine gute Idee, die Fliegen da versuchen mit anzulocken, aber irgendwie nicht so. Ja. Irgendwie will das hier gerade nicht. Wie ätzend ist das denn? Jetzt kann ich die Wand hier nicht wieder dicht machen, oder was? Ich hau hier erstmal ein bisschen Gras kurz und klein. Gut, dass wir noch genug Holz da haben. Dass wir die auch gleich wieder fertig kriegen. Ja. So.
Zwei Rope und einen Stamm brauchen wir noch. Oh, ich habe eine Idee. Warte mal. Mit dem Fenster wäre natürlich cool, ne? Ja. Ha, hat geklappt. Fertig. Den können wir da geil durchschießen. Wie gut ist das? Hier liegen auch noch ganz viele tote Ameisen. Oh, scheiße, eine Kriegerameise. Komm hier rein. Ja, ich... Bist du tot? Ja, ich habe einfach nur versucht zu flüchten. Puh, wie kommt die hier rein? Ist sie da reingeglitscht? Ja. Alter. Wir haben auch wieder den blöden Fehler gemacht und haben uns wieder mit diesen blöden Ameisen angelegt. Oh, ich sehe, wie die hier reinkommt. Hier ist ein Riesenloch. Ja, nicht schlimm. Sagst du. Alter, gegen die Großen ist ja gar keine Chance, ey. Ich bin auch tot. Ja, da ist auf jeden Fall ein Riesenloch an unserer Tür, deswegen kommen die da rein. Ja, die wollen meinen Scheiß... Okay, die sind jetzt ruhig. Wir verhalten uns ebenso, würde ich sagen. Ja. So. Boah, das ist auch schon wieder kaputt. Wir brauchen Rope. Ah, ja, der Krieger ist da. Ne, ist es zwei? Ja, ich hab's gesehen. Die eine ist stunned. Ja. Die eine ist tot. Die ist tot? Oh, fuck. Ja. Blocken bringt halt nicht so viel, wenn man quasi kein Dings mehr hat. Aber ich kann jetzt einfach hier reviven. Ich würde gerade sagen. Das ist unser Zuhause. So. Die dicke ist Matsche, die kleine hat mich gemacht, aber das ist nicht schlimm. Kommen die durchs Fenster durch? Das kann natürlich sein. Wieso kriechen die nicht tot, ey? Wieso habe ich denn so wenig Schaden jetzt? Alter! Was denn? Der olle Knüppel, der macht ja richtig Matschebombe. Hier, die kommen durch die Tür, weil die noch nicht fertig ist. Ah, wir brauchen Rope. Fehlt noch Rope. Ich konnte eins machen. Ja, dann eins drauf. Einfach nur hingehen, einmal eh drücken. Okay. Fertig. Boah, leck mich was, am Zuckerli. Was für ein Ende. Ich baue mir jetzt erstmal Rüstung, glaube ich. Ja, ich muss meine auch mal wieder... Ich brauche noch... Hast du noch zwei Ropes? Nee. Okay. Dann... Mache ich jetzt noch zwei Ropes und dann ist Feierabend. Ja, und gucken uns mir jetzt auch noch eben die Schienbeine. Oh, Inventory full. So. Wo ist das Rope hingefallen? Inventory. Ach komm, das ist doch scheiße, ey. Head. So, ich habe keine Ahnung, wo ich das hier, wo hier ausrüsten soll. Elender Scheiß. Kackegal. Wir sind erstmal fertig. Ich danke euch vielmal fürs Zugucken. Ich danke dir fürs Mitspielen. Sehr gerne. Wir haben genau nichts geschafft. Super gut. Wir wurden von allem, was kreucht und fleucht, getötet. Von Ameisen, von Spinnen. Hat uns noch eine Wanzen haben es versucht. Immerhin die haben wir geschafft. Das kleinste parasitäre Wesen, was wir gefunden haben, haben wir besiegt. Und ansonsten ist nichts bei rausgekommen. Es kann nur besser werden. Ich habe noch ganz viel Raw Science. 660 irgendwie. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen kann. Ich kann es dir nicht sagen.
Das finden wir nochmal raus. Ne? Ansonsten, vielen Dank fürs Zugucken. Schaltet gerne auch bei Satisfactory wieder ein und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertholdsson. Und hier da drüben? Kai. Kai. Ciao. Ciao.